Servus, herzlich willkommen hier aus den Zeitzer Klinkerhallen. Die Corona-Pandemie der letzten Monate hat allen Sportvereinen stark zugesetzt, auch uns als Zeitzer Kampfsportgemeinschaft. Unter dem Slogan Zusammenwachsen, um zusammen zu wachsen, wollen wir viele Dinge anfassen, verändern, uns neu aufstellen. Mit diesen Kurzinterviews wollen wir Vereinsmitglieder hör- und sichtbar machen und Außenstehenden einen Einblick in unseren Verein gewähren. Heute im Interview Steven Teilig und Jascha Salmanow, die stellvertretend für die vielen Medaillengewinner der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft hier stehen. Ja! 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 Steven, wo bist du zur Schule gegangen? Ich bin in Zeitz zur Schule gegangen und habe hier meinen 12. Klasse Abschluss gemacht. Ich war auf dem GSG Zeitz und habe dort mein Abitur gemacht. Jascha, was machst du aktuell beruflich? Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit am Fraunhofer Institut in Dresden. Ich bin aktuell als Ausbilder bei Demiprak tätig. Steven, warum hast du dich ausgerechnet für die Sportart Jiu-Jitsu entschieden? Ich war schon einige Jahre zuvor als Sportler in Zeitz aktiv und mich hat der Wettkampf hier im Verein begeistert und ich habe gewechselt. Bei mir war es so, dass meine Schwester vorher schon Jiu-Jitsu gemacht hat und ich neben der Matte schon lange mitgefiebert habe, bis ich dann endlich auch mitmachen durfte. Jascha, wie hat der Sport dein Leben beeinflusst oder verändert? Ich denke, der Sport zeigt einem, dass man durch Arbeit viel erreichen kann. Ja, mein Selbstbewusstsein ist viel, viel größer geworden. Ich fühle mich in meinem Körper viel wohler und habe einfach ganz viel neue Energie, die ich jeden Tag nutzen kann. Steven, was begeistert dich an der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft? An der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft begeistert mich vor allem unsere vielen Aktivitäten. Sei es das Sommerfest, sei es unsere Weihnachtsfeier oder ganz einfach unser Familiensportfest. Ich finde es toll, dass das Wort Gemeinschaft im Verein wirklich gelebt wird. Das hört nicht an der Mattengrenze auf, sondern geht darüber hinaus. Man sieht sich eher als Freunde und Familie. Jascha, letzte Frage. Was würdest du Kindern, Jugendlichen oder jungen Leuten empfehlen? Geht lieber eine Stunde Sport machen, statt eine Stunde Netflix zu schauen. Das gibt viel mehr Energie und viel mehr Freude am Ende. Ja, meine Empfehlung ganz klar. Kommt vorbei. Genießt und erlebt mit uns das Vereinsleben und habt einfach Spaß auf der Matte.